Liebe Genossinnen und Genossen, die deutschen Bergkirchen haben Erfahrungen mit den besonderen Formen des Faschismus, seiner exzessiven Brutalität und den langfristigen Folgen Vernichtung der deutschen Arbeiterbewegung, Terror, KZs, Krieg, Zerstörung Deutschlands und vor allem mit dem Überleben und Fortwirken führender Faschisten in der Restauration des nun demokratisch gewendeten deutschen Imperialismus. Zuerst will ich etwas sagen über Faschismus und bürgerliche Demokratie. Der Faschismus ist eine besondere Form der Herrschaft des Kapitalismus. Die bürgerliche Demokratie ist kein Schutzwall gegen den Faschismus. Im Gegenteil, diese bürgerliche Demokratie kann ungehindert in den Faschismus übergehen, wenn die herrschende Klasse ihre demokratischen Herrschaftsmethoden nicht mehr aufrechterhalten kann. So kam es am 30. Januar 1933 zum sogenannten legalen Staatsstreich. Was sind die Ziele der deutschen Faschisten? Die Ziele der deutschen Konterrevolution, so zitiere ich jetzt August Thalheimer aus einer Faschismusanalyse, werden detailliert aufgezählt. Die Vernichtung, die Beseitigung der bürgerlichen Demokratie. Sie schließt ein die Aufhebung des Parlaments, der Parlamente oder ihre Verwandlung in bloße Scheinparlamente. Die Aufhebung der Versammlungsfreiheit, der Vereinsfreiheit, der Pressefreiheit, des Koalitionsrechts der Arbeitenden, des Streikrechts. Die Vernichtung der parlamentarischen Parteien oder ihre Umverwandlung in vollständig vom Faschisten kontrollierte und abhängige Bestandteile. Die Vernichtung der proletarischen Massenorganisationen, vor allem der vom Staat unabhängigen freien Gewerkschaften. An die Stelle der bürgerlichen Demokratie setzt der Faschismus die offene Diktatur der faschistischen staatlichen Apparates. Alle gesellschaftlichen Organisationen werden in den reinen bürokratischen Organisationen verwandelt, deren Leitung von oben ein- und abgesetzt wird. Die bewaffnete Macht des Staates wird ergänzt durch die Terrorbanden der SA und SS. Über die außenpolitischen Ziele sagt Thalheimer Folgendes. Er fragt, kann der deutsche Faschismus seine Ziele auf friedlichem Wege erreichen? Und seine Antwort lautet, nein. Er geht einstweilen friedlichen diplomatischen Methoden nach. Er behauptet, er möchte die allgemeine Abrüstung, um die Gleichberechtigung bei der Aufrüstung für den deutschen Kapitalismus zu erlangen. Aber er kann mit der vollen Restauration der völligen Aufhebung des Versailler Vertrages, der vollen imperialistischen Aufrüstung, der aktiven Teilnahme an einer neuen imperialistischen Verteilung der Welt nur rechnen im Gefolge eines neuen imperialistischen Krieges. Der neue deutsche Imperialismus bereitet einen neuen imperialistischen Krieg vor. Das war Ende 28, Anfang 29. Es gibt dann auch eine ganze Reihe anderer Faschismusanalysen, Trotzki, Sternberg, es gibt auch bürgerliche Analysen, aber das ist wohl die erste und wichtigste, nachdem Clara Zetkin schon 1923 eine wichtige Broschüre über den Faschismus geschrieben hat.
Schuld am Sieg der NSDAP trägt die deutsche Bourgeoisie in ihrer Gesamtheit. Industrie, Großagrarier, Reichswehr, Staatsapparat, die Mehrheit der offiziellen Wissenschaftler, die Theorien der Rechtfertigung des deutschen Verbrechens des deutschen Kapitalismus erfanden. Die Kapitalisten wollten den Faschismus. Die zweite Schuld trägt die deutsche Arbeiterbewegung, ihre großen Organisationen. Die kämpften gegeneinander, obwohl sie alle gleichermaßen existenziell bedroht waren. Die KPD erklärte die Sozialdemokraten zu Sozialfaschisten und Zwillingsbrüdern des Faschismus, zu ihrem Hauptfeind. Die SPD antwortete mit der gleichen Münze. Die KPD nannte sie rot lackierte Nazis und Kozi. Beide nährten Illusionen bei ihren Anhängern. Sie würden schon zum Widerstand aufrufen, wenn es notwendig wäre. Eine kämpferische Einheitsfront lehnten beide ab, die zweifellos die Machtübergabe an die NSDAP hätte verhindern können. Die dritte Schuld trifft die bürgerlichen demokratischen Staaten, die den deutschen Faschismus tolerierten und förderten, bis er ihn 1939 an den Gurgel griff. Die förderten den deutschen Faschismus als Gegenmittel gegen das Krebsgeschwür des Leninismus, wie Churchill 1928 sagte, als er in Rom mit Mussolini zusammengetroffen war. Mussolini ist ein großer Staatsmann, er hat das Heilmittel gefunden gegen das Krebsgeschwür des Leninismus, und wenn ich Italiener wäre, wäre ich auch Faschist. Das sagt Churchill 1928. Die zweite Frage, die mir gestellt wurde von den Genossen hier, die lautet... Warum gibt es wieder Rassismus? Ich glaube, diese Frage kann ich kurz beantworten. Der Kapitalismus und alle Parteien des kapitalistischen Parteien, wie den deutschen Werkkätchen von den ausländischen Arbeitern und wollen auch deutschen Arbeiter von den ausländischen Arbeitern trennen. Die Schuld an all den Problemen unseres Kapitalismus, die Arbeitslosigkeit und andere, soll den Ausländern in die Schuhe geschoben werden. Die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg, die Ausländer nehmen uns die Wohnung weg. Es wird nicht gesagt, dass seit 30 Jahren keine Wohnungen gebaut und die Sozialwohnungen verscheuert wurden. Sozialsysteme ein, die nehmen uns das weg. Dabei zahlen die Ausländer, wenn sie arbeiten dürfen, zahlen sie auch in unsere Sozialversicherung ein, wie jeder andere. Das sind die Lügen, mit denen die Bürgerlichen die deutschen Arbeiter gegen die Ausländer aufhetzen wollen. Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, alles das sind Produkte der bürgerlichen Propaganda, die gefördert werden, zum Teil auch durch die CSU und ähnliche, die auch gegen die Ausländer hetzen, die uns angeblich die Luft zum Atmen wegnehmen. Die nächste Frage ist, was können wir tun? Was junge Genossinnen und Genossen getan haben und tun, finde ich gut. Zum Beispiel die Aktionen gegen die Neonazis in Dresden im jeden Januar. Die Nazis auf den Bahnhöfen einsperren, es wird zum wirkungsvoller als die Kette von Kerzen am anderen Ende der Stadt.
bei Schwenningen und Villingen vor einigen Wochen im Schwarzwald, als Rechtsradikale die Wohnung, die Camps der Flüchtlinge angegriffen haben. Da kam es am nächsten Tag zu einer großen Demonstration, die von jungen Menschen organisiert worden ist. Aber das ist ein Tag. Und die Frage ist, ein Tag im Jahr. Die Frage ist, was machen wir an den restlichen 364 Tagen? Das erste ist ständige Aufklärung über unsere Geschichte. Auch Widerspruch gegen nationalistische Lehrer. In den Schulen sollten junge Menschen verlangen, dass in den Schulen auch gesprochen wird, wie ich das oft jetzt erlebt habe in meinen Vorträgen in Schulen, dass die jungen Menschen verlangen von ihren Lehrern, sie müssen über das Dritte Reich sprechen, sie müssen über die aktuellen Probleme sprechen. So, dann gilt es, unsere ausländischen Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz oder in der Schule zu schützen gegen fremdenfeindliche Angriffe. Und in den Gewerkschaften, wir müssen sie, wenn sie mit uns arbeiten, in die Gewerkschaften einbeziehen. Als drittes, wir dürfen den Neonazis nicht die Straße, die Öffentlichkeit überlassen. Viertens, gegen den Naziterror in Kleinstädten muss den Bedrohten organisierter Schutz gewährt werden. Es genügt nicht, Seminare über Gewaltlosigkeit zu veranstalten. Wir wollen keine Gewalt, aber gegen die eindeutige Gewalt der Rechtsradikalen, der rechten Szene, müssen wir uns gemeinsam geschlossen verteidigen. Und die Rechtsradikalen versuchen, in den entindustrialisierten Orten im Osten und auch anderswo arbeitslose jüngere Menschen zu gewinnen, indem sie die Schuld an den Schwierigkeiten den ausländischen Kollegen zuschieben. Wir brauchen ein großes Arbeitsbeschaffungsprogramm und Ausbildungsmöglichkeiten für junge Menschen mit Normalarbeitsverhältnissen, nicht mit Generation Praktikum und ähnlichen billigen Beschäftigungen. Dafür muss der Deutsche Gewerkschaftsbund und alle Gewerkschaften mobilisiert werden und dafür muss gemeinsam gekämpft werden. Müssen junge Menschen zusammenarbeiten, aber für diese Aufgaben muss auch zur politischen Ausrichtung die Partei der Linke aktiviert werden und wir müssen am antifaschistischen Aktionsgruppen zu gemeinsamen Handeln vernetzen. Dann werden wir auch weitere Sympathisanten für die Arbeit gegen den Faschismus und Rechtsradikalismus mobilisieren können. Ich bedanke mich.